Guten Morgen! Mein Ziel, die von Urs Hochstrasser erwähnten 2 Monate 100% Rohkost zu machen, ist geschafft. Ich habe, bis auf dass ich nicht bei jeder Zutat peinlich darauf geachtet habe, dass sie auch Rohkostqualität hat, keine einzige gekochte Nahrung zu mir genommen. Und ja, normal wäre ja gestern die Auswertung gewesen, aber da ich ja derzeit auf der Suche nach meinem persönlichen Energiebedarf bin und ich auch das unbedingt gestern loswerden wollte vor dem Food Diary, damit ihr wisst, was euch auf zukommt, wie auch das Video gestern, was ich gemacht habe, ja, gibt es heute die große Auswertung und wie es weitergeht. Eine Sache muss zuerst genannt werden, auch wenn ich sie gefühlt bei jeder Auswertung mit erwähnt habe, aber die Rohkost fühlt sich durch und durch als die gesündeste und vitalitätsgenerierende Ernährungsform an. Mit keiner Ernährung hatte ich so viel Energie wie mit einer High Carb veganen Rohkost. Das ist mir auch wichtig zu erwähnen, denn genau wie vegan nicht vegan ist, ist auch Rohkost nicht gleich Rohkost. Ich habe genau darauf geachtet, nicht zu viel Protein und auch nicht zu viel Fett zu mir zu nehmen, weil beides im Übermaß bei mir sofortige negative Konsequenzen in der Wahrnehmung hat. Der große Unterschied zur veganen High Carb Kochkost ist, dass die Rohkost aber eine um Lichtjahre direktere und bessere Rückmeldung der benötigten Energiezufuhr gibt. Das ist auch die Grundlage, dass ich überhaupt dieses Experiment machen kann, was ich derzeit mache. Und ich habe mich in diesen 8 Wochen nur an einem einzigen Tag wirklich mal überfressen. In der veganen Kochkost war das jede Woche mindestens einmal der absolute Standard. Auch das wiederum ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Rohkost einfach die authentischere und die richtigere Nahrung darstellt. Nach 5 Wochen hatte ich ja für alle sichtbar ziemlich viele Pickel bekommen, die dann aber ja, langsam wieder weggegangen sind. Zumindest soweit wie es dann vorher auch mal war. Also hin und wieder habe ich dann auch heute noch einen Pickel. Gewicht hat sich ganz leicht minimiert, aber ich würde nicht sagen, dass eine High Carb Rohkost direkt zur Gewichtsabnahme führt, wie es viele suggerieren. Würde ich nicht sagen. Liegt auch immer daran, was man isst. Wildreis, Bananen, Nackthafer, gekeimte Kichererbsen und ja, die Tonnen an Orangen, die haben schon einiges an Kalorien. Und rein vom Körpergefühl muss man ganz eindeutig sagen, dass ich mich viel agiler und drahtiger fühle, also dynamischer. Wobei dieses Gefühl durch mein, ja, durch mein Energiefindungslevel jetzt noch etwas gesteigert würde. Preislich ist die Rohkost tendenziell sogar ein Drittel billiger als die vegane Rohkost. Ich habe es mal alles aufgeschrieben. Da man im Endeffekt nur Obst und Gemüse kauft und da ich immer kurz vor Ladenschluss ja, die Schnäppchen kaufe, wenn ich mir nichts bestelle und zu 100% keine Fertigprodukte genutzt habe, ist das die zwangsläufige Folge. Als veganer Koch und Köstler nimmst du dann doch mal eine Asiapfanne oder ein Tofu oder ein Seitanschnitzel. Zusätzlich gibt es in der Rohkost ja so gut wie nicht das, die Situation, dass du außerhalb Geld ausgibst. Als Veganer kannst du mal einen veganen Döner essen oder veganes Sushi und ähnliches, so mal auf der Hand kaufen. Alles in allem ist die Rohkost also nicht nur die gesündeste, sondern auch die preiswerteste Ernährung. Ich habe schon einmal im Video, was ich oben in der Infobox verlinkt habe, gezeigt, dass man locker für 100€ im Monat von der Rohkost leben kann. Und da ist noch nicht einmal, ich wiederhole das, gerade weil jetzt der Frühling langsam kommt, nicht einmal Wildgrün inkludiert und der Garten sowieso nicht, ne? Das kann man ja nicht unterstellen. Und auch dass jetzt Winter ist und im Sommer man auch Wildobst pflücken kann, alles nicht inkludiert, ne? Also Rohkost ist einfach das Optimum in jeder Sichtweise. In jeder Sichtweise? Nein! Da gibt es noch eine Sache, die man bei der Rohkost auf dem Minuspunktezettel aufschreiben muss. Ja, und die ist offensichtlich. Es ist eine Ernährungsform, die wirklich mit einem Verzicht verbunden ist. Und das hat sich auch nicht geändert nach 2 Monaten. Wer sich nicht beherrschen kann und wer den Weg des geringsten Widerstandes sucht, was absolut natürliche Wesenszüge von Lebewesen sind, der schafft es nicht, die reine Rohkost dauerhaft in sein Leben zu integrieren. Nur wer wirklich willensstark ist, und damit meine ich nicht nur bla bla ich bin willensstark, sondern wirklich willensstark, wer bereit ist sich auch zu quälen um seine Ziele zu erreichen und die nötige Disziplin dafür abrufen kann, der kann es wirklich schaffen auf ja, diese potenziell gesündeste aller Ernährungsformen umzustellen. Das tolle an diesem negativen Punkt ist allerdings, dass es eigentlich kein negativer Punkt ist. Denn das Überwinden der eigenen Konditionierung und der Bequemlichkeiten des inneren Schweinehundes ist ja selber auch wieder ein Punkt, der wiederum die Lebensqualität auf viele andere Lebensbereiche auch bei vielen anderen Lebensbereichen erhöht, wenn man das sozusagen schafft, ihn abzustellen.
Also sagen wir mal nicht, dass es ein negativer Punkt ist, sondern es ist einfach nur eine Schwelle, die man überschreiten muss. Was eventuell für den einen oder anderen negativ ist, aber eigentlich unwahrscheinlich, wenn man den Schritt zur Rohkost gegangen ist, ist ja, die Wirkung, die man auf andere hat. Du zeigst den Menschen ja quasi, auch hier auf YouTube merke ich das, dass es möglich ist, preiswert, gesund und natürlich zu leben. Und damit provozierst du. Eckhart Tolle hat das mal so treffend beschrieben, den Schmerzkörper der Menschen, den aktiviert man dadurch. Du zeigst, wie einfach es auch in unserer heutigen Gesellschaft ist, zufrieden und vital zu leben und das preiswert. Andere Menschen möchten ja, dies natürlich auch erreichen, aber sie sind nicht bereit, ihre Komfortzone zu verlassen und fangen an, dann durchaus aggressiv auf dich zu reagieren und irgendwelche windigen Argumente zu finden, irgendwelche idiotischen Sachen dir erklären zu wollen, ja, dass rohes Gemüse und Obst ja gar nicht so gesund ist und das man verwerten müsste und alles so ein Blödsinn, das nicht verarbeitet werden kann vom Körper, rohes Gemüse, oder dass Rohköste ja viel zu dünn sind und dass es nicht wirklich gesund aussieht. Ne? Da, oder ja, dass Flatulenzen, mein Lieblingsthema, Flatulenzen, Pupsen, irgendwas Unnatürliches ist und dass man davon Schmerzen bekommt oder einen Hinweis darauf, dass man die Rohkost nicht so gut verträgt und deshalb lieber darauf verzichtet. Anstatt dass man einfach zugibt, dass man gesellschaftlich konditioniert in der Öffentlichkeit ja, sich nicht getraut zu pupsen und durch das Verdrücken des Pupses, dass die Schmerzen entstehen. All der Unsinn wird auf dich einprasseln und ja, sozusagen der Schmerzkörper der Leute wird aktiviert durch dich. Die quasi direkt vor ihren Augen etwas sehen, was sie gerne möchten, aber sie nicht erreichen wollen. Sie denken natürlich, dass sie es nicht können, aber das Gehirn findet eben immer einen Grund. Das Gehirn ist so kreativ. Man schaut sich mal all die Theorie an über die verschiedensten Sachverhalte auf dieser Welt, die da existieren. Also die finden da immer was, wo sie sagen können, ja, ich kann es nicht. Ne? Für mich ist das nichts. Man kann in jedem Buch zum Beispiel Muster erkennen, geheime Botschaften. Ne? All diese Sachen können eventuell durchaus belastend für dich sein. Aber ich glaube, wer es schafft, die Disziplin für die Rohkost aufzubringen, das sollte da eigentlich drüber stehen. Ist zumindest meine Vermutung. Also alles in allem, ganz eindeutig, die vegane High Carb Rohkost ist ohne Zweifel für mich Stand heute die gesündeste Ernährungsform. Ich würde intuitiv sogar annehmen, dass die nicht vegane Rohkost, also das gelegentliche Konsumieren von Rohmilch oder rohem Wildfleisch, auch noch gesünder ist als die reine vegane Kochkost. Was für mich als auch ethisch motivierten Veganer natürlich nicht in Frage kommt, aber nur um Euch mal so ein Gefühl zu verdeutlichen, wie ich mich jetzt fühle, ne? Wie der Sprung von Koch auf Rohkost, wie der für mich wahrgenommen wird, was das für gesundheitlichen Effekten, Vitalitätseffekt gebracht hat, damit ihr das mal erahnen könnt, als Beispiel. Aber glücklicherweise muss man sich ja nicht festlegen und man kann wunderbar sich langsam und sicher an eine Rohkosternährung rantasten. Bei mir hat es auch mehr als ein ganzes Jahr gebraucht, bis ich von der veganen Kochkost komplett auf die Rohkost umschwenken konnte. Immer mal probiert, ihr könnt Euch erinnern an meine Versuche. Also von daher keine Panik, wenn ihr noch nicht so weit seid. Achtet nur immer mal drauf, wenn ihr Rohkost esst, wie ihr Euch fühlt. Oder esst mal den ganzen Tag Rohkost, wie ihr Euch da fühlt. Das katalysiert dann auch den Wunsch, diese Art der Ernährung zu intensivieren. Ja, und wie wird es denn nun weitergehen? Ja, das gibt es eigentlich überhaupt keine Frage. Ich bleibe definitiv bei der Rohkosternährung. Ja, aber da auch nach 2 Monaten die Gelüste nicht weggegangen sind, werde ich diese Restriktion entfernen in meinem Kopf und auch das Gefühl zulassen, wenn ich will, dann kann ich auch mal Kartoffeln essen. Oder wenn man mal mit Freunden unterwegs ist oder mit der Familie, dass man einfach sagt, oh Mensch, jetzt mal eine vegane Pizza oder veganes Sushi, dass man sich zu sich nehmen kann im Kopf. Ich wechsle also von einer restriktiven Rohkosternährung auf eine freiwillige Rohkosternährung in meinem Mindset, weil das ist nämlich der einzige Punkt, der mich noch stört. Nichtsdestotrotz war es für mich wichtig, die 2 Monate restriktiv zu gestalten, weil Urs Hochstraße eben gesagt hat, dass nach 2 Monaten auch die Gelüste weggehen, dass alles perfekt ist. Das war aber bei mir nicht der Fall und diesbezüglich war es für mich wichtig, das auch zu sehen und auch das auszuprobieren, ne? Selbstexperiment und jetzt auch anzuerkennen, dass meine Gelüste scheinbar stärker sind als die vom Urs. Und damit reihe ich mich gerne in die Rohköstler ein, die zwar komplett im Alltag rohköstlich leben, aber ja, zu gewissen Anlässen oder wenn es die Bequemlichkeit unterwegs dient, auch mal Ausnahmen zu machen. Und ja, ich spreche damit auch viel mehr mein Ideal einer veganen Lebensweise, da diese ja explizit nicht dogmatisch aufgestellt ist. Und da fühle ich mich dann auch im Geiste wohler. Wer das Video noch nicht gesehen hat und wer wissen will, was mein veganer Lebensstil eigentlich ist, da kann sich das nochmal als Video hier reinziehen und natürlich auch die entsprechende Webseite rogan.de besuchen und dort nochmal in Ruhe nachlesen. Ich kann jedem nur empfehlen, die Rohkost bewusst wahrzunehmen, sich von gesellschaftlichen Konditionierungen zu lösen,
die die Rohkost in eine gewisse Ecke stellen. Ehrlich zu sein, ich wiederhole das noch einmal, ehrlich zu sich zu sein und seinen Glauben und seine Überzeugung einmal durchaus in Frage zu stellen. Nur die Erfahrung ist ehrlich, und zwar die nicht wertende Erfahrung, die wahrnehmende Erfahrung. Sobald man darüber, wie im Video wieder reflektiert, kommt Konditionierung wieder ins Spiel. Lebt euer Leben, macht eure Erfahrungen und nehmt diese offen wahr, so offen wie es möglich ist. Denkt nicht darüber nach. So machen es auch die Tiere, und die machen es meist genau, was für sie richtig ist. Habt wirklich da nur Mut, auch aus der Gesellschaft diesbezüglich auszubrechen und eure eigenen Regeln zu formulieren, zu experimentieren. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.